Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich bin jetzt am Governor's Fall angekommen und hier gibt es auch noch zwei Aufgaben zu machen. Ja, wenn die auch so schnell zu erledigen sind wie die anderen beiden auf Aldins Platz, dann werden wir die hoffentlich in dieser Folge schaffen. Wenn nicht, schauen wir mal weiter. So, aber erstmal fangen wir jetzt bei Sierra an, die sucht ihre Freundinnen oder wartet auf ihre Freundinnen. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wahrscheinlich, wo die beiden abgeblieben sind. Hey, Entschuldigung, hast du auf dem Weg hier zwei kleine Mädchen herumlaufen sehen, die irgendwie verloren aussahen? Nein, du hast niemanden gesehen? Tut mir leid, dich zu stören, aber ich wollte hier zwei Freundinnen treffen. Doch das ist jetzt fast eine Stunde her und ich fürchte, dass sie sich verlaufen haben. Sie sind beide nicht aus Jovik City und der Platz kann schwer zu finden sein. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich will hier nicht weg und sie suchen, falls sie auftauchen, während ich weg bin. Aber es wäre wirklich nett, wenn du nach ihnen suchen könntest. Ich kaufe dir zum Dank auch ein Eis. Sie können nicht weit weg sein, sondern müssten irgendwo in der Gegend sein. Okay, ja, dann suchen wir mal. Huch. Die Frage ist natürlich... Okay, also hier steht die mysteriöse Person. Fangen wir mal hier hinten an und arbeiten uns dann hier entlang, weil weiter weg sein könnten sie ja in der Richtung nicht. Vorsichtshalber in jede Gasse gucken, dass sie sich hier nicht versteckt haben. Wobei, ich weiß nicht, ob man dann unbedingt in so eine Gasse geht, aber man muss mit allem rechnen. Ich hoffe immer noch, dass dieser Shop bald mal eröffnet wird. Ich finde das Sofa so schön mit den Kissen. Es passt zwar, glaube ich, nicht so wirklich in einen Stall, aber egal. So, gibt es ja auch noch eine... Ach, Jessica. Hey, hast du hier irgendwo eine Eisdiele gesehen? Aha. Oh, du wurdest von Sierra geschickt, um mich zu suchen? Sie ist ziemlich schlecht darin, den Weg zu erklären. Daher bin ich hier gelandet. Aber jetzt, da du mir den Weg zu dieser Eisdiele zeigen kannst, werden wir sehen, ob sie es wert war, hier wie ein Landei herumzuirren. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, mir den Weg zu zeigen. Ja dann, auf geht's. Okay, wir gehen. Huch. Sag jetzt nicht, wir gehen wirklich nur. Na gut, eine haben wir schon mal gefunden. Ich wollte schon sagen, also in der Gasse wäre ja auch ein bisschen... Wenn wir suchten in einer kleinen Gasse eine Eisdiele, dann hätte sie das ja wohl gesagt. Aber ich meine, das ist ja auch nicht zu übersehen. Das Gebäude ist ja wirklich das Größte und ja, das Gebäude, was einem halt als erstes ins Auge sticht, wenn man hier ankommt. So, gehst du jetzt mit? Ich weiß, man sollte ja vorher gucken, bevor man die Straße überquert, aber... Wir sind heute auch nicht so schnell unterwegs. Huch. Kommst du nicht mit hoch? Doch. Ach so, ja, weil wir hier außen rum gehen müssen. Mhm. Sehr gut, dann haben wir schon mal Jessica vorbeigebracht. Huch. Jessica, du hast sie gefunden. Ja, unsere andere Freundin Abigail ist noch nicht angekommen. Sie ist etwas schüchtern und hat nicht den Mut, nach dem Weg zu fragen. So wie ich sie kenne, läuft sie also hier irgendwo herum. Aber wenn du das ganze Viertel nach Jessica abgesucht und dabei Abigail nicht gefunden hast, ist sie vielleicht an der falschen Haltestelle ausgestiegen. Es gibt ein paar Cafés auf Aldins Platz und im Shopping Center von Jovik City, aber ich glaube nicht, dass man die mit Leonardos Eisdiele verwechseln könnte. Kannst du bitte versuchen, Abigail zu finden? Ja, und ja, Abigail, jetzt wo ich weiß, wie sie wieder heißt, weiß ich, glaube ich, auch schon, wo sie ist. Nein, halt an... Aldins Platz. Da habe ich nämlich eine Person gesehen, die heißt Abigail. Als ich die Quest für Annie gemacht habe, genau, hier steht sie. Sehr gut, dann muss ich ja wenigstens nicht lange suchen. Links und dann wieder links. Oder war es rechts? Ach, habe ich das Café schon verpasst? Sollte ich zurückgehen? Oder habe ich dieses Haus schon mal gesehen? Mhm.
Du sagst, ich bin an der falschen Haltestelle ausgestiegen? Oh nee, nein, nicht schon wieder. Ich mache Sierra und Jessica nur Ärger. Du bist bestimmt sehr beschäftigt, wenn du mir die richtige Richtung zeigst. Störe ich dich auch nicht weiter? Du sagst, du bist hier, um mir zu helfen, den Weg zu finden? Oh, okay, aber nur, wenn ich damit nicht deine Zeit verschwende. Wir gehen also wieder zur Straßenbahn. Ja, genau, wir gehen zur Straßenbahn. Das ist dann doch immer ganz nett, wenn einem jemand den Weg zeigt. So. Und Governor's Fall. Auf geht's. Wo ist sie? Ach, sie ist schon da. Oh, ich wollte gerade sagen. Das wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn sie einfach weitergefahren wäre. Gut. Abigail, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich dich so viel Zeit gekostet habe. Das nächste Mal gebe ich bessere Richtungsanweisungen. Und jetzt lasst uns mit Eis feiern. Ach so, okay, das war's für uns. Wir haben ein Erdbeereis bekommen und würden 2 Schillinge bekommen, wenn wir es verkaufen. Gut. Ja, dann könnten wir ja doch rein theoretisch noch mit dem... mit dieser mysteriösen Person hier hinten reden. Psst, leise. Und duck dich, bevor sie dich sieht. Es ist super wichtig, dass du nicht redest, sonst sieht sie uns und ich verfolge sie schon so zu lange, um diese Gelegenheit zu verpassen. Sei still und sieh zu, was passiert. Okay, was passiert? Wen? Wer sieht uns? Mhm. Ja, okay. Hast du das gesehen? Höchst verdächtig, findest du nicht? Was war daran jetzt verdächtig? Da kommt jemand aus dem Laden. Du hast nichts gesehen, denn das überrascht mich nicht. Du bist ja nur ein Amateur, kein erfahrener Profi und selbsternannter Aber das ist ein Geheimnis. Niemand in der Stadt bemerkt die seltsamen Dinge, die um sie herum vor sich gehen. Sie wissen nicht, dass ein paar Helden alles riskieren, um sie zu beschützen. Aber das ist natürlich streng geheim und du darfst es niemandem verraten. Du scheinst aber clever zu sein. Wenn du unbedingt wissen willst, was los ist, triff mich im dunkelsten Bereich des Hafens an Pier 13. Aber ich warne dich, sobald du angenommen hast, kannst du nicht mehr zurück. Triff deine Entscheidung und triff mich am Pier 13. Der mysteriöse Mann springt über das Gebüsch und läuft davon. Ah, ja. Ja, mysteriös ist er. Bisschen. Sehr mysteriös. Selbsternannter Geheimagent anscheinend. Pier 13. Hm. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Eigentlich würde man solche Leute nicht nähere Beachtung schenken. Ich weiß nicht, wo ist denn der dunkelste Bereich hier? Ach, da steht er ja. Na gut, als der dunkelste Bereich würde ich das nicht sehen, aber okay, Doppel-Null. Ja. Ich hoffe, dass dich auf deinem Weg hierher niemand gesehen hat. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass niemand uns verhandeln sieht, sonst könnte man das gegen uns verwenden. Jetzt hör genau zu, das ist streng geheim, dass ich es nur einmal sagen kann. Okay. Natürlich fragst du dich, warum wir uns hier treffen. Du warst in etwas so Geheimes eingeweiht werden. Nein, du wirst in etwas so Geheimes eingeweiht werden, dass wir gar nicht vorsichtig genug sein können. Ich rede hier über wirklich Wichtiges. Dinge, die sich im Schatten verbergen. Dinge, die die gewöhnlichen Menschen von Jorvik niemals bemerken. Bist du absolut sicher, dass du bereit bist? Du musst flüstern, sonst könnte dich jemand hören. Ich gehöre zu einer supergeheimen Polizeitruppe von Jorvik City. Ich bin so geheim, dass weder die normale Polizei noch der Stadtrat von Jorvik von mir wissen. Tatsächlich bist du die erste Person, der ich davon erzählt habe. Jetzt, wo du darin involviert bist, haben wir wohl keine andere Wahl, als dich ebenfalls zur Geheimagentin zu machen. Nein, es wird keine Initiationszeremonie geben. Das ist zu riskant. Du erhältst auch keine Medaille. Ich verleihe unsichtbare Medaillen, um auf der sicheren Seite zu sein. Mhm.
Da du eine Geheimagentin werden wirst, musst du einige Regeln lernen. Als erstes musst du verstehen, dass du Teil der selbsternannten supergeheimen Polizei bist und ständig vor allem auf der Hut sein musst. Überall gibt es Spione, feindliche Ninjas und finstere Verschwörungen, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Alles klar. Natürlich komme ich zurecht, weil ich so viele Agentenfilme gesehen habe. Aber du musst noch viel lernen. Außerdem ist es sehr riskant für uns, gemeinsam gesehen zu werden. Jemand könnte uns sehen und wenn sie herausfinden, dass wir Geheimagenten sind, dann bekommen wir Probleme. Darum können wir uns nur nachts treffen. Hier im dunkelsten Hafenbereich. Wo sollte jemand herkommen? Und wir können jede Nacht nur kurz reden. Du brauchst außerdem einen Codenamen. Nein, sagen wir, nicht deinen echten Namen. Das ist zu gefährlich. Wir müssen uns etwas Gutes ausdenken. Du kannst mich Doppelnull nennen. Ja, das passt. Weißt du, ich bin so geheim, dass ich dir nicht einmal meine komplette 00-Nummer sagen kann. Wenn du bereit bist, fangen wir mit deinem Training zum echten selbsternannten Agenten in Jorvik Geheimdienst an. Berufen mit durch mich. Bist du bereit, Agentin? Ich bin mal gespannt. Du bist bereit, das Training zu starten, um ein echtes Mitglied des Jorvik Geheimdienstes zu werden? Willkommen, Agentin. Es ist doch eh nur ein selbsternannter Geheimdienst. Bevor du eine richtige Agentin werden kannst, musst du erst ein Training bestehen. Ich habe einige Markierungen im Hafenbereich aufgestellt, um eine Trainingsstrecke zu erstellen, der du folgen kannst. Das wird schwer, sehr schwer. Dafür habe ich gesorgt. Aber wenn du erfolgreich bist, wirst du mit echten Missionen beauftragt. Ich habe zu Hause meine eigene Trainingsstrecke, die ich jeden Morgen ablaufe. Aber die wäre zu schwer für dich. Bald wirst du lernen, einen Bungee-Sprung von einem Hubschrauber auszumachen, geheime Satelliten zu hacken und gegen Ninjas zu kämpfen. Folge allen Markierungen, die du im Hafengebiet findest und pass auf, dass dich keiner der Hafenarbeiter sieht. Ja, okay. Okay, solche Rennen... Oder hatten wir doch auf diesen Bohrinseln. Och nö, komme ich da jetzt rum? Nee. Oh Gott. Gibt's hier eine Zeit? Zum Glück nicht. Ja, das erinnert mich ein bisschen an diese Bohrinseln. Mit ihren Wegen hier. Oha. Mit ihren Bereichen, in denen sie mich sehen könnten. Na super. Hauptsache, der kommt jetzt nicht hierher. Er bleibt da stehen. Die Frage ist, wie lange? Nicht lange. Oh, knapp. Naja. Ja, gut, es war zwischendurch mal knapp, aber es ist nicht unmachbar. Also, es ist definitiv machbar bis jetzt. Ich hoffe mal, also ich denke mal nicht, dass da noch großartig... Toll, jetzt kann ich da nicht reingehen. Jetzt muss man auch gucken, dass einem die anderen Leute hier nicht entdecken. Geht er ja jetzt komplett durch oder nicht? Nee, natürlich nicht. Er bleibt da genau an dem Punkt stehen. Sehr schön. Aber er bewegt sich weg. Ja, in dem Fall ist es gut, dass keine Zeit läuft. So, und dann sind wir auch gleich schon wieder da. Das war doch fürs erste Mal gar nicht schlecht. Aber Aufträge von ihm möchte ich trotzdem nicht annehmen. Ich hoffe, du hast sichergestellt, dass dir niemand hierher zurückgefolgt ist. Ich bin dir insgeheim gefolgt und du hast tatsächlich gute Arbeit geleistet. Hiermit ernenne ich dich zur Agentin Triple Z. Mhm. Und jetzt Triple Z. Wird es Zeit, dir eine richtige Mission zu geben. Denk daran, es gibt niemanden, der dir die Hilfe... kommen kann, der dir zur Hilfe kommen kann. Es könnte also gefährlich werden, wenn du nicht mit größter Vorsicht vorgehst. Bei Leonardos Eisdiele hast du meine fortlaufende Mission gesehen, eine bestimmte Person und ihr Gaunergeschäft bloßzustellen. Ich war nicht erfolgreich, aber ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass dies eine Person ist, die etwas zu verbergen hat. Deine Mission, Triple Z, ist es, mit Hilfe dieser ultrageheimen Agentenkamera die Schuldige mit den Fingern in der Keksdose zu erwischen. Aha. Du musst heimlich ein Ticket nach Governors Fall kaufen, ihr folgen und sie fotografieren, ohne dass sie es bemerkt. Du wirst sehen, dass da etwas Verdächtiges vor sich geht. Darauf verwette ich meine Magnetuhr. Folge der Verdächtigen und fotografiere sie, wenn sie an ein paar Orten anhält, ohne entdeckt zu werden. Ich komme mit dir nach Governors Fall und behalte die Haltestelle im Blick, um sicherzustellen, dass uns niemand folgt, während du sie verfolgst. Viel Glück, Agentin Triple Z. So, Doppel-Null läuft voraus nach Governors Fall.
Ja, okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob da wirklich noch irgendwas rauskommt, aber ich glaube nicht. Also, ich weiß nicht. So ein bisschen, er hat zu viele Agentenfilme gesehen. Das kann ich mir momentan bei ihm sehr gut vorstellen. Ja, da steht sie und geht weg. Okay. Nicht zu dicht. So, und irgendwann müssen wir Fotos machen. Okay. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht geguckt, ob da ein Auto kam, aber Glück gehabt. Wir stehen doch gar nicht so seitlich, oder? Doch, jetzt stehen wir hier so seitlich. Okay, Foto haben wir gemacht. Schauen wir mal, dass da nichts kommt. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Fotos müssen wir denn überhaupt machen. Und vor allem, ich weiß nicht, sie kommt mir überhaupt nicht verdächtig vor. Und dann jemandem so hinterher zu laufen und dann noch Fotos zu machen. Huch. Also hier müssen wir das nächste machen. Okay, 2 von 3. Eins brauchen wir dann noch, aber ich hoffe, dass er dann endlich mal einsieht, die Doppel-Null, dass hier wirklich nichts Verdächtiges vor sich geht. Okay, aha, hier müssen wir hin. So. Und jetzt können wir bestimmt zurück zu ihm gehen und ihm die Bilder zeigen und dann wird er es hoffentlich einsehen. Aber ist auch gar nicht auffällig, wie er da steht. Du sagst, dir sei nichts Seltsames aufgefallen? Und auf diesen Bildern verhält sie sich völlig normal? Das ist höchst verdächtig. Wieso denn das? Es ist offensichtlich, dass wir es hier mit einer hochtalentierten feindlichen Agentin zu tun haben, der es gelingt, alle Spuren zu verwischen. Du glaubst nicht, dass das stimmt, Triple Z? Du denkst, dass sie vielleicht unschuldig ist? Es wäre für Jorvik am sichersten, wenn dem so wäre, aber ein kleines Vögelchen hat mir geträllert, dass die Dinge anders zu sein scheinen. Wer meine kleinen Vögel sind, das sind Polly und Palle. Oder Pell. Ja, Palle. Meine Wellensittiche. Na super. Wenn du glaubst, dass sie unschuldig ist, müssen wir sicher gehen, dass sie nicht nur blufft und nur darauf wartet, Leonardos Eisrezepte zu stehlen und sie für viel Geld an fremde Mächte zu verkaufen, damit diese eine Konkurrenz-Eisdiele aufmachen können, die ganz Jorvik gefährdet. Die Verdächtige hat sich in der Gegend aufgehalten. Deine Mission lautet also, alle grünen Mülleimer in Governors Fall zu durchsuchen und schlüssige Beweise zu finden, die wir gegen unsere Verdächtige benutzen können. Viel Glück, Agentin Triple Z. Ist das sein Ernst? Kann er nicht selbst im Müll rumwühlen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, wir helfen ja an sich sehr, sehr gerne Leuten, aber ich weiß nicht. Er mit seiner Paranoia. Also bis jetzt habe ich nichts Auffälliges gesehen. Wenn irgendwann rauskommt, dass sie doch irgendwas im Schilde führt, das nicht so ganz richtig ist, dann von mir aus. Aber momentan bin ich eher der Meinung, Agent Doppel-Null oder wahrscheinlich dreifachen Null, er will uns ja unsere seine gesamte Nullnummer nicht sagen. Ja, hat wirklich Paranoia. Gute Arbeit, Triple Z. Ich gehe davon aus, dass du viele eindeutige Beweise gefunden hast. Ja, ich glaube nämlich nichts. Du hast keine Beweise gefunden, Triple Z. Du hast die Verdächtige beschattet. Wie lautet deine Schlussfolgerung? Du glaubst, sie ist unschuldig? Da wir keine eindeutigen Beweise gefunden haben, muss ich zustimmen. Eine weitere Mission ist erfüllt und Jorvik kann eine weitere Nacht ruhig schlafen. Agentin Triple Z, du warst eine große Hilfe für den Jorvik-Geheimdienst und verdienst eine Belohnung. Zuerst überreiche ich dir hiermit im Namen von Jorvik die große Eisenmedaille für eine gut ausgeführte Mission. Da ich sämtliche Medaillen selbst gemacht habe und das Recht habe, sie auszuhändigen, sind sie unsichtbar und nicht erkennbar, damit keine feindlichen Agenten unsere wahre Identität aufdecken können.
Sehr schön. Es ist mir eine Ehre, dich als offizielle Agentin des Yorick-Geheimdienstes begrüßen zu dürfen. Wenn uns die Zukunft braucht, kontaktiere ich dich wieder. Viel Glück, Agentin Triple Z. Der mysteriöse Mann springt über das Gebüsch und läuft davon. Ja. Und lässt uns hier dann stehen. Da haben wir dann, ja, nichts bekommen. Eine unsichtbare Medaille wahrscheinlich. Na gut. Dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.